Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saboteur hier auf dem Konfi-Kanal. Ja, wir sind hier wieder unterwegs. Ich bin nach La Havre gefahren. Hier vorne ist Wilcox. Der hat nämlich wieder etwas Neues für uns zu dieser Woche, oder? Und ja, gar nicht lang schnacken. Schauen wir uns mal an, was er denn möchte in dieser Nebenmission. Sagen Sie Ihren Bossen, dass Sie sich über diese Chemiefabrik nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen. Sind Sie sicher, dass das Ziel neutralisiert wurde? Bis die Krauts alle Trümmer des Ladens eingesammelt haben, ist der Krieg längst vorbei. Also gut. Ich muss zugeben, ich habe überlegt, dem alten Mann sein Geld zurückzugeben. Hätten Sie Lust, den Deutschen nochmal in den Arsch zu treten? Wäre ein gutes Werk, wenn Sie es hinkriegen. Die Deutschen haben im Château Chambord eine Raketenbasis eingerichtet. Wir haben Luftaufnahmen von ballistischen Langstreckenraketen und modernen Stromgeneratoren. London hat einen direkten Angriff freigegeben. Mit offenem Visier. Diesmal geht es um alles. Ein schöner Tag für einen Ausflug aufs Land. Ich soll also nach Chambord fahren und mich unter das Volk mischen. Bombe scharf machen. Okay, diesmal geht es hier. Ja, wir hatten ja bisher so ein Kloster oder sowas war das, ne? Das erste, dann hatten wir diese Chemiefabrik und jetzt sind wir schon bei einer Raketenbasis. Okay, warum nicht? Wir gehen einfach überall rein und hauen alles weg. Das klingt zumindest nach ziemlich stark bewacht. Also ganz einfach, denke ich mal, wird das nicht. Stealth wird das schon gar nicht, habe ich das Gefühl. Ich gebe es langsam auf. Irgendwas kommt immer dazwischen. Und ja, was ist heute für ein Tag? Es ist wieder eine neue Aufnahmesession. Es ist seit der letzten wieder eine Woche vergangen. Wir haben heute den 1. Mai. Heute Nacht, ja, war ich nicht saufen. Heute Nacht war Payback. Jetzt haben wir uns angeguckt. Bis um 5. Jetzt ist es gerade um 11. Ich habe 5,5 Stunden geschlafen. War jetzt noch fix unter der Dusche. Und sitze hier jetzt noch mit halbnassen nassen Haaren und nehme mir das Zeugs hier auf. Ja, ich habe zwar noch eine Woche Puffer, was hochgeladen ist, aber da ich nicht weiß, wie ich diese Woche mit hochladen und aufnehmen so vorankomme, habe ich einfach mal beschlossen, das jetzt hier spontan zu machen. Zerstöre Château de Chambord. Oh, Chambord oder irgendwie sowas. Das hat schon jemand gesehen. Oder auch nicht. Das hat keiner gesehen. Gut, sehr schön. Aber da vorne ist einer. Mal gucken, den können wir doch bestimmt auch noch irgendwie hinterrücks ausschalten. Bevor wir diesen Stromgenerator klein machen. So, ich hoffe mal, der bemerkt uns nicht, wenn wir hier so diese Sprünge machen. Nein, tut er nicht. Sehr schön. Das funktioniert wunderbar. Eigentlich schon zu gut. Ich hoffe mal, das kleine normale Dynamit reicht hier. Ich denke aber mal schon. Ich glaube nicht, dass man hier riesig groß irgendwie was braucht. Für den ja, das hat auch so gereicht. So, will der jetzt hin nicht irgendwie ein bisschen weggehen oder so vielleicht? Aber ich denke, ich dürfte noch an ihm vorbeikommen. Ich bin in der Zone, aber jetzt bin ich wieder aus dem Blickfeld raus. Tja. Hättest du mich mal bemerkt. So. Und nein, nicht das gute Dynamit. Wir wollen das. Hallo? Das Ramsch-Dynamit platzieren. So, bestimmt jetzt auf jeder Seite so ein Stromgenerator sein. Da oben ist auch einer. Wir gehen erstmal ein bisschen. Gucken, wie weit wir Stealth kommen. Und wir das noch ein bisschen durchziehen können. Hier ist erschreckend wenig los gerade. Ist denn unten noch was oder ist der Rest jetzt alles oben? Hier ganz weit rechts haben wir noch einen Punkt. Das ist bestimmt das Ding da oben. Diese, soll das eine Raketenabschussrampe sein? Ich glaube schon, ne? Diesmal haben wir hier gleich drei Leute, die hier unterwegs sind, aber die gucken alle weg.
Vielleicht sehen die uns einfach nicht. So sieht's aus. Die bemerken uns einfach nicht. Sehr schön. Das geht ja schon fast zu einfach. RIP. Haben sie sich erschrocken, glaube ich. So, die Raketenabschussrampe da, die machen wir vielleicht mal zum Schluss. Wir machen jetzt hier erstmal alles fertig. Ist denn hier oben noch jemand? Ja, da sind natürlich auch welche. Können wir den dann einfach weghauen oder sieht das jemand? Weil hier links steht ja noch einer, aber eigentlich dürftet ihr das nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Der hat was gesagt. Aber hier tut sich nichts. Ich glaube, er hat es nicht so richtig bemerkt. So, wir sind wieder weg. Ganz unauffällig. Boom. Das klappt schon echt zu gut. Irgendwann muss es eigentlich mal schief gehen. Kann ja nicht sein, dass wir es erstmal richtig stealth über eine lange Zeit gerade in einer Raketenbasis schaffen. Das passt irgendwie nicht. So. Hier ist keiner. Okay. Interessant, interessant. Jetzt müssen wir irgendwie mal hier in die Mitte. Oh. Doch, hier ist einer. Wir müssen hier irgendwie mal in die Mitte reinkommen jetzt. RIP. So, was ist das denn? So, hier unten. Gut, ich denke mal, spätestens hier unten wird Schluss sein mit Stealth. Kann ich hier außen lang? Ah. Fuck. Aber die sind abgelenkt. Wenn wir hier jetzt einen Dynamit platzieren, müssten die eigentlich nicht mitbekommen. Dü-bü-dü-bü-dü. Sehr schön, aber jetzt müssen wir da hinten komplett in diese Suchbereich jetzt rein, wo wir irgendwie gar nicht rein dürfen. Die verstehen hier keinen Spaß. Da hoch müssen wir jetzt auch nochmal. Da ist wieder einer. Da ist auch einer. Ich würde sagen, wir holen uns zuerst den. Ja, was hat er vor? Was soll das werden, wenn es fertig ist? So, der Luschenschwinger. Ne, es war doch der Stealth-Kill. Wir können uns auch als Elite-Soldat verkleiden. Ich weiß nicht, ob die Verkleidung irgendwie einen Unterschied macht, dass man als Elite-Soldat vielleicht erst später gefunden wird oder so. So, gibt es ja nochmal Dynamit. Sehr schön. Ja, das machst du bestimmt. Ich glaube an dich. Okay, ist dann aufgehört. Nach mir zu suchen. Ich hoffe mal, die gucken sich jetzt hier weiterhin die Wand an. Weil wenn ich es jetzt hier plante. Ne, sie sehen es nicht, okay. Sie sind doof. Sehr schön. Sie gucken auch gerade weg von mir, da kann ich dann auch nochmal laufen. Wunderbar. Das geht alles zu gut gerade. Das kann eigentlich gar nicht sein. Es läuft viel zu gut. Ja, das wirst du. Das wirst du ganz bestimmt. So, Trenchgang wollen wir nicht. Wir haben unsere schöne Tommy Gun. So, RIP. Hier ist Munition drin. Das haben wir aber schon voll. Ich hätte vielleicht gar nicht nochmal Munition kaufen müssen. Vor der Mission. Hätten wir uns ja alles aufheben können. Aber naja, wie es so ist. Hinterher ist man ja immer schlauer. So, jetzt muss ich irgendwie da hoch und noch auf die andere Seite. Wie mache ich das jetzt? Wie komme ich da hin? So. Nein. Nee, nicht. Nee, kommst du hier durch? Gut. Sehr schön. Wunderbar. So, jetzt suchen wir uns erstmal da drüben einen anderen Eingang. Oder ist das jetzt alles irgendwie da oben?
Wenn ja, dann wie kommen wir da hoch? Das ist, denke ich, eine gute Frage. Aber auch eine berechtigte Frage. Einfach frontal da hochklettern? Ich weiß ja nicht. Hier ist noch ein Stromgenerator. Der lebt auch noch hier. So. Nicht mehr lange. Das war jetzt kein Problem. Ich kletter jetzt einfach mal frontal hier hoch. Versuch's zumindest. Ja, RIP hat schon aufgehört. Ja. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Muss es doch eigentlich irgendwo auch einen direkten Weg geben. Ja, das wirst du. Ah, das ist mir fast aufgefallen. Oh, hier ist ja direkt hier unten einer. Mein Fehler. Das war knapp. Der Balken hier war fast voll. Das war ziemlich knapp. Das war verdammt knapp. So. Boom. Vielleicht gehen wir doch nochmal hier hoch. Wie viele Ziele sind es denn da oben noch? 3. Und dann noch die Raketenabschuss-Dings-Rampe da drüben. So, hier hatten wir eigentlich schon alles aufgeräumt. Schmuckelgut gibt es hier noch. Schmuck, Absinth, Goldbarren, okay. So. Wie kommt man da hoch jetzt ohne Mist? Über das Ding? Über das Ding kommt man da hoch. Aber wenn ich da jetzt hochkletter und ich bin da oben, dann das sind 3 Leute, die sehen mich doch sofort. YOLO. YOLO. Ich bin mit dem Fortschritt, den wir haben, hier schon zufrieden. Nö, die sehen uns nicht. Die sehen uns nicht, die gucken alle woanders hin. Das ist praktisch. Aber hier ist auch nur einer, ne? Kann ich auch hier übers Dach jetzt fliehen? Das will ich erstmal auskundschaften. Sieht nicht so aus. Okay, wir machen jetzt hier erstmal einen Abflug. Nein, nicht so. Hier ist was faul. Aua. Ja, ich geh doch schon. Nein, nicht. Auf die Verkleidung kriegt niemand rein. Okay. Was macht der jetzt hier? Nicht sterben jetzt. Ich möchte jetzt nicht sterben. Wir sind gerade so weit. Ich möchte jetzt nicht sterben. Nochmal alles machen. Dann fange ich ganz doll an zu weilen. So. Okay, wir haben jetzt Aufmerksamkeit leider auf uns gezogen. Aber das heißt, wir können jetzt auch einfach ein bisschen schneller arbeiten hier. So, da oben, da komme ich über das Ding hier hoch, okay. Also das ist jetzt hier vermutlich schon wieder seit diese Türme suchen, über die kommen wir da hoch. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein. So, genau. Na, Dynamit, möchte ich platzieren, vielen Dank. So, und runter. Ganz schnell runter. So, das ist auch weg. Oh, hier ist noch eine rote Kiste, ist da nochmal Dynamit drin. Sehr schön. Nicht, dass uns am Ende dann noch irgendwie Dynamit fehlt. Dann könnte es tatsächlich etwas knapp werden, weil ich weiß nicht, ob man die Dinger auch einfach durch Schüsse zerstören kann. Gut, wir hätten noch Handgranaten im Notfall. Das würde auch noch irgendwie ausgehen, würde ich denken.
Passiert da irgendwas? Nö. Ich wollte schon mal probieren, ob das irgendwas macht, wenn ich diese gelben Verteilerkästen abschieße. Aber so richtig. Entweder war es zu wenig oder passiert nichts. So, auf die andere Seite müssen wir jetzt nochmal. Da haben wir noch die Basis. Gerade eigentlich irgendwo ein Gegner auf dem Radar markiert. Außer der da jetzt da oben ist. Ja, da scheinen wir irgendwie durch die Explosion gestorben zu sein. Da scheinen wir kurz nachdem wir runtergegangen sind, dort oben gespawnt zu sein. Was für ein Pech für ihn. Das tut mir wahnsinnig leid. So. Das ist nur gerecht. Genau, das ist nur gerecht. Früher oder später hätte der uns sowieso bemerkt. So, und hier geht's noch hoch. Wir standen hier genau vor dem Ding. Wir hätten hier bloß hochgehen müssen. Aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Ganze wäre dann auch zu einfach gewesen. Wieso ist eigentlich der Fortschrittsbalken weg? Sind wir schon fertig? Hätte man gar nicht alles sprengen müssen? Oder ist das, weil ich gerade gesucht werde? Habe ich irgendwie was verpasst? So. Aber wir machen es trotzdem mal fertig. Schadet ja nicht. So. Ne, da ist er wieder. Fortschritt. Fast voll. Fehlt noch die Abschussrampe da drüben. Aber die sollten wir auch noch hinkriegen. Schade, wir waren bisher echt gut unterwegs mit Stealth. Aber dann... Da oben, das war dann... ein bisschen schwerer. Aber das hier sieht so aus, als hätte man das auch eigentlich gut im Stealth schaffen können. Sehen wir den da oben nicht. Lass los. Lass doch mal los, wenn du drüben bist, du Pfosten. Explosiven Fässern rein, das dem geht. Dass das hier noch ein bisschen Wumms mitnimmt. Und dann verziehen wir uns hier einfach mal. Okay, es hat nicht gereicht. Brauche ich da das Mega-Dynamit oder habe ich das bloß blöd geblendet? Ich glaube, ich muss es vielleicht da oben blenden. So, Dynamit. Ich glaube, ich muss es direkt hier oben blenden, das Dynamit. Direkt hier an der Rakete dran. Ich denke, die Rakete ist das hier. Wird auch bestimmt überhaupt nicht warm sein hier oder so. Aber hier auf Gitter kann ich ja nicht planen. Das untere Dynamit, das habe ich nicht mehr. Das muss ich doch irgendwo einmal hier geplantet haben. Also ich habe das untere Dynamit nicht mehr. Wo kann ich jetzt... ob das reicht, um die Rakete zu zerstören. Wir machen mal vorsichtshalber die Biege. Gucken, ob der Wumms rein müsste. Eigentlich reicht. Oh, nicht von dem Ding getroffen werden. Erfolg! Sehr schön. Das war knapp. Ja, Erfolg. Das war auch zumindest erstmal wieder die letzte Mission von Wilcox. Wir verziehen uns hier noch fix, das ist kein großes Problem, solange es kein Zug kommt. Wir sind entkommen. Das war ja sehr erfolgreich. Das hat ja gut funktioniert und ich würde sagen, das war's dann auch schon für diesen Part. Ich hoffe, ihr seid dann morgen wieder mit dabei. Bis dann.